Ich habe ja, ich glaube, das erste Video auf meinem Endzeit-Reporter-MCM-Kanal heißt das Vater Unser falsch übersetzt. Und das wollen wir uns heute jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wir lesen nämlich in einem Vers, ich habe jetzt die Schlachter 2000-Übersetzung genommen, eigentlich eine gute Übersetzung auch. Jesus sagte, als er das Vater Unser betete, in Matthäus 6, Vers 13: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wir sollen also dafür beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt. Aber lesen wir, was in Jakobus 1, Vers 13 heißt. Dort steht geschrieben: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Matthäus 26, Vers 41, Jesus sagt: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und als Jesus in der Wüste war, wer hat ihn versucht? War es der himmlische Vater? Oder war es nicht vielmehr der Teufel, der ihn versucht hatte? Das können wir in Matthäus 4 nachlesen. Ich glaube sogar direkt im ersten Vers, da lesen wir, dass der Teufel Jesus in der Wüste versuchte und nicht der himmlische Vater. Und deswegen, ja, den letzten Vers, Bruder, wie man es übersetzen könnte. Ich würde das dir einfach mal ein bisschen die auslegen, was du dazu sagst, Bruder, zum Vater unser. Ich glaube, da hast du auch noch ein Wörtchen hinzuzufügen, Bruder, oder? Ja, vielleicht bezüglich dieses Thema, dass Gott niemand versucht. Das ist ein Bibelvers, der konkret hier ist. Ja, wie kann man jetzt das alles unter einem Dach bringen, dass das jetzt mit dem Matthäus 6,13 nicht in Widerspruch steht? Da haben wir dafür ein gutes Beispiel, und zwar im Buch Hiob. Ja, da sehen wir, dass ein Satan kommt vor Gott und also Gott dann halt ist stolz auf seinen Knecht Hiob, ja. Und der Satan jetzt hat einen Einwand und sagt, er tut es nicht einfach nur so, weil er dich liebt, sondern weil, ja. Und dann sehen wir hier, dass diese Teufel, dieser Satan, lass mich denn zum Beispiel in das und das antun, und wir werden sehen dann, ob der immer noch dich so liebt, ja. Und dann, das heißt, der Satan fragt Gott, ob er den Hiob versuchen darf, um ihn zu testen, ja, vor den Augen Gottes, um ihn zu beweisen, dass Hiob nicht mit ihm mit dem Herzen ist, nur weil er ist mit ihm nur, weil er ihn gesegnet hat, ja. Was macht hier Gott? Gott hier hat die Wahl: entweder lässt er die Versuchung zu oder lehnt das ab. Und wir finden hier beide Fälle. Also er lässt es zu, er sagt, mach das, ich gebe dir sein Haus und seine Kinder, aber ihm selbst darfst du nichts antun. Also der hat einen Teil zugelassen und den anderen Teil nicht. Und diese Geschichte erklärt uns jetzt in Zusammenfassung sehr gut, wie das funktioniert. Also der Satan ist derjenige, der Mensch versucht, und Gott ist derjenige, der das zulässt oder nicht. Also es ist immer dann bei Gott, ja, die Entscheidung, ob er dann sagt, ja, du darfst, Satan, oder du darfst nicht, ja. Aber die Versuchung selbst, die tut dann nicht Gott, weil wie hier steht, er selbst versucht auch niemand, sondern das ist der Satan dann halt, der diese Versuchung durchführt, um zu gucken, ob dieser Mensch dann diese Versuchung besteht oder nicht, ja. Und von daher können wir daraus resultieren, dass eigentlich das Gebet in dem Sinne so gemeint ist, dass wenn eine Versuchung von dem Satan uns gegenüber kommt, dass der liebe Vater es bitte nicht zulassen soll, dass der Satan uns versucht. Ja, wir müssen das sehr oft beten, damit wir nicht in Versuchung kommen, wie Jesus bei Matthäus 41 sagt: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das heißt, solange wir unserem Vater anbeten und sagen, bitte lass es nicht zu, dass wir nicht in Versuchung kommen, wird er auch nicht zulassen, dass uns der Satan auch versucht. Wenn wir dann nicht beten, ja, dann könnte es sein, dass Gott dann zulässt, doch, dass der Satan uns versucht. Deswegen sagt auch Jesus hier und warnt: Wacht und betet, das ist notwendig, damit der Vater nicht zulässt, dass der Satan euch versucht. Das ist die Waffe. Das Gebet ist die Waffe, die wir haben, damit der Vater für uns kämpft gegen die Versuchungen des Satans, dass die gar nicht stattfinden.
Von mir aus kann jemand auch sagen, wie es geschrieben steht und führe uns nicht in Versuchung. Aber mir persönlich ist es wichtig, dass der Mensch innerlich beim Sagen es zumindest so versteht, wie es auch richtig zu deuten ist, dass es hier darum geht, den Erlaubnis des Vaters, dass die Versuchung stattfindet oder nicht. Und nicht, dass er uns jetzt selbst einfach so von sich selbst versuchen will. Ganz genau, ja, Bruder, sehr gute Auslegung. Ich glaube, da ist eigentlich kaum was hinzuzufügen. Ich habe in Matthäus 6, Vers 13, ich habe das jetzt mal, wie du auch gesagt hast, ein bisschen umformuliert, wie man es beten könnte, wenn man es wollte. Und zwar, und lasst nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden, sondern errette uns von dem Bösen. Und das klingt dann schon anders wie, und führe uns nicht in Versuchung, weil das klingt, wenn man das so Wort für Wort betet, in der Tat, dass wir dafür beten, dass Gott selbst, der himmlische Vater, uns nicht in Versuchung führt. Aber wie gesagt, in Matthäus 4, Vers 1, da heißt es ja, dass der Teufel auch Jesus verführt und nicht der Vater. Genau, und hier, also der nachfolgende Vers, sondern errette uns von dem Bösen, das deutet genau hin auf diesen Satan, also der Versucher, also der Teufel. Das bedeutet, lass nicht zu, dass der Teufel uns versucht, sondern rette uns von ihm. Ja, ganz genau. Sehr gut, Bruder. Also deswegen habe ich das auch nochmal extra heute erwähnt, weil das lag mir die letzten Tage auch irgendwie auch noch ein bisschen auf dem Herzen, das mit dem Vater Unser und so, weil ich habe ja am Anfang des Livestreams gesagt, wir werden ab sofort am Ende des Livestreams Endzeit TV oder Sabbat TV etwas ändern. Heute zum ersten Mal und wir werden es in Zukunft jedes Mal so machen, nämlich dass wir gemeinsam das Vater Unser beten, auch mit dieser Übersetzung hier. Und lass es nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Und ich denke, es sind ja meistens so 200 Zuschauer, 170 bis 200 Zuschauer irgendwie online. Und natürlich die Gläubigen, Brüdern und Schwestern, die jetzt zuhören, ich würde euch auch darum bitten, wenn ihr es möchtet, das Vaterunser mit uns zusammen zu beten, ob im Stillen, in Gedanken oder auch laut nachsprechen, das bleibt euch selbst überlassen. Das werden wir heute tun. Das werden wir so Gott will auch in Zukunft weiterhin tun. Jedes Mal am Ende des Livestreams, damit wir die Gebete zum himmlischen Vater hochbringen und damit uns auch keine Versuchung widerfährt. Und ich tue den Text auch einblenden. Einige kennen das Vaterunser sicherlich auswendig. Für diejenigen, die das Vaterunser nicht auswendig kennen sollten, wir finden das in Matthäus 6 ab Vers 9 bis Vers 13. Und ich werde das Gebet jetzt einfach mal aussprechen. Und wer möchte, wie gesagt, kann sich daran gerne beteiligen, damit wir hier auch am Ende des Livestreams ein Gebet auch zum Herrn bringen. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall immer. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und lass es nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden, sondern errette uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 So Amen. Sei es. Im Namen Jesus. Amen. Gut, liebe Brüder und Schwestern, das werden jetzt noch vielleicht eine Sache bezüglich dieser Übersetzung und führe uns durch die Versuchung, ja? Im Sinngehalt ist es nicht falsch, ja. Aber das Problem, was ich damit habe mit dieser Übersetzung, ist, dass der Originaltext in einer Negationform geschrieben ist. Es gibt eine Nicht, ja. Diese Nicht, also diese führe uns nicht oder also wie wir das kennen, führe uns nicht in die Versuchung. Also diese Negationform ist auch im Originaltext vorhanden. Und wir dürfen bei der Übersetzung nicht eine Negationsform zu einer Affirmationsform machen. Das heißt, wir dürfen nicht, wenn die Frage einen Nicht oder Nix oder sowas beinhaltet, das dürfen wir nicht wegtun. Und wenn wir das tun würden, dann mit diesem und führe uns durch die Versuchung, hier haben wir keine Negation mehr, sondern eine Affirmation. Ja? Und das ist dann im Sinngehalt für eine Übersetzung ein großer Fehler. Das macht man nicht. Also eine Form von einem Satz zu verändern, das ist eigentlich eine sehr schwache Übersetzung. Das heißt, die Negation muss bleiben. Deswegen
sagen wir auch noch, lass es nicht zu, dass wir, also es ist immer noch eine Negation, aber auch die denselben auch Sinn erfüllt, wenn man jetzt mit dem Verständnis sagen will und führe uns durch die Versuchung. Das ist nur jetzt, weil viele auch das so sagen, mit diesem führe uns durch die Versuchung, aber das Problem dabei, wie gesagt, dass die Natur des Satzes sich komplett dann verändert und deswegen ist es nicht möglich, das eigentlich so anzunehmen, diese Übersetzung. Das ist gut, Bruder, dass du das noch erwähnt hast, weil ich glaube, so oder so ähnlich habe ich es in meinem Video auch gesagt, führe uns durch die Versuchung oder irgendwie so ähnlich. Deswegen, ich werde diese Übersetzung des Vaterunsers löschen und werde dazu noch ein neues Video über das Vaterunser machen, damit das sozusagen das Wort nicht auch nicht weggestrichen wird, denn dann ist das eine ganz andere Satzformulierung, wie du das ja auch erwähnt hast. Also ist gut, dass du das noch mal erwähnt hast, auf jeden Fall. Ja, das werden wir in Zukunft auch weiterhin tun. Das Vaterunser, wie gesagt, ich meine, Jesus ist der Einzige, der den himmlischen Vater von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Er weiß wohl am besten, wie man den himmlischen Vater auf die richtige Art und Weise anbetet und die Gebete zu ihm schickt. Also deswegen, da kann man ja nie was falsch machen, wenn man schon irgendwie im Gebeten jetzt nicht weiß, was euch beten, dies, das. Vaterunser, ich meine, da steckt so viel Segen dahinter. Und wenn sich alles erfüllt, was wir hier gebetet haben, ja, dann sieht unser privates Leben schon ganz anders aus, so wie das Leben dann ja, von anderen Menschen. Denn wenn unser Leben verändert wird, hat das auch Einfluss auf das Leben anderer, auf unsere Nächsten, denen wir lieben sollen wie uns selbst. Und das soll auch geschehen.